Bei meinem Amüsbusch war es mir wichtig, die Region mit einzubeziehen, in der wir hier sind, Produkte zu nehmen, die es hier gibt, für die meine Küche steht, für die meine Art zu kochen steht. Und deswegen haben wir natürlich auch an die Vegetarier gedacht. Es gibt hier wunderbaren Käse in der Region, es gibt tolle Fische. Wir haben einen Süßwasserfisch genommen, der aus dem Zylinder See kommt, von einem kleinen Fischer. Und das alles in einem abwechslungsreichen Amüsbusch zu präsentieren, ist mir ziemlich wichtig und ist uns, glaube ich, auch gut gelungen. Die Jakobsmuschel für die Gourmet-Festival entschieden, weil das ein Gericht, das mir sehr am Herzen liegt und immer wieder auftaucht an dem Menü in meiner Küche. Die Jakobsmuschel wird roh zubereitet, die wird einfach nur mariniert mit ein bisschen Olivenöl, weil ich finde, dass roh kommt die Geschmäcke aus der Jakobsmuschel viel besser zur Geltung da. Du hast diesen unglaubliche weiche Textur und die Süße, die kommt da einfach besser in Geltung. Der Fischgang ist ein Gericht, was wir im Moment auch bei uns auf der Karte haben, in einem bisschen anderen Variante. Das heißt, der Fisch ist eigentlich fast roh, ja, wird nur leicht temperiert auf einem warmen Teller mit einer Avocado-Creme, mit einer gedörrten Grapefruit, die da ein bisschen süßer wird, ein bisschen mehr die Feuchtigkeit schon rausgegangen ist, einer Kresse und einer kräftigen Curry-Bananen-Creme, was so ein bisschen auch in das Exotische reingehen soll. Ich habe den Rehbock gewählt, da der bei uns aus den heimischen Wäldern kommt und bei unseren Gästen hohen Anklang gefunden hat und auch findet nach wie vor, und wollte das einfach dem Kieler Publikum bzw. dem Schleswig-Holsteiner Publikum, die nicht im Wald sind, vielleicht gerade sind, auch mal präsentieren und dass sie mal über den Tellerrand gucken und auch mal sehen, was wir ganz tolle Sachen in Schleswig und Umgebung haben. I cook like a fusion Asian food, and today I'm gonna do a pigeon, lightly smoked with an XO sauce. XO sauce is like a Chinese fish sauce with dried shrimps, dried ham, shiitake mushrooms. So it's the Asian flavor in my dish today. It's the XO sauce, so you get this Asian flavor, umami flavor in a simple dish. The Gourmet Festival means a lot to me because I meet a lot of good colleagues and your network is going to be expand. So I hopefully can get a chance to get out and cook in Europe and not just in Denmark. So it's nice to be with good colleagues and good chefs. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch mit den Sterneköchen hier ist ein Erlebnis, das ich so schnell wahrscheinlich nicht wieder erleben werde. Und ist was ganz Tolles für mich und ich freue mich riesig. Mir freut es total, hier mit den ganzen Köchen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist auch fast das, was am spaßigsten ist, als Koch zu sein, mit guten Kollegen zusammenzuarbeiten und vielleicht auch was Neues mitzubekommen. Was ich mitnehme von den Kollegen, ist natürlich die Ansichten von den jeweiligen Köchen. Jeder denkt anders, jeder hat andere Prioritäten. Mit dem er zusammenkocht, was er kocht, welche Produkte er nimmt in der Küche. Und das ist für uns und für unsere Köche natürlich extrem
wichtig und es macht Spaß zu sehen, wie andere Köche ihre Gänge gestalten. Und man sieht natürlich auch an den Leuten, die da sind, ob es national oder auch international ist, welchen Stellenwert das Gourmet-Festival mittlerweile genießt. Ja. Und deshalb ist es für uns auch eine große Ehre, da auch wieder dabei sein zu dürfen. Mm-hmm.